rasante Entwicklung hat sich in Deutschland wiedergespiegelt. Und zwar kann ich das als Korrespondent erzählen. Früher war es eine Auszeichnung, wenn junge chinesische Korrespondenten in Deutschland akkreditiert waren und von hier berichtet waren. Die waren sehr froh, im Westen zu leben und nach China zu berichten. Und plötzlich hat sich das gewendet. Plötzlich hieß es, wir wollen nicht in den Westen, wir müssen in China bleiben, sonst verpassen wir was. Haben Sie das auch beobachtet? Und die nächste Frage dazu wäre, was wissen die Chinesen eigentlich über Deutschland und was wissen die Deutschen über Chinesen? Wir wissen relativ wenig übereinander, beidseits. Es ist einfacher, über die deutsche Seite zu sprechen und das soll überhaupt nicht überheblich klingen. Ich beschäftige mich, wie Sie gesagt haben, seit 40 Jahren mit dem Land, aber wenn Sie mich fragen, ob ich China kenne, dann wäre ich sehr, sehr, sehr zurückhaltend. Man wird ja immer gerne so als China-Experte vorgestellt. Dieses Land ist so vielschichtig und so differenziert, regional, aber auch gesellschaftlich, dass es unglaublich schwierig ist, es wirklich zu kennen, jenseits von Pauschalisierungen. Natürlich reden wir über China und die Chinesen. Aber wer jemals im Land war, es gibt diesen schönen Spruch, wer einmal hinfährt, schreibt ein Buch, beim zweiten Mal einen Artikel und beim dritten Mal hört man auf zu schreiben. Und diese Bescheidenheit ist, glaube ich, ganz wichtig im Umgang mit diesem Land. Man entdeckt eigentlich bei jedem Besuch etwas Neues, in jeder Stadt etwas Neues. Und natürlich gilt das auch umgekehrt. Die chinesische Elite, die Deutschland-Experten, die beobachten uns ziemlich genau. Aber die Menschen auf der Straße, die haben nur eine sehr grobe Vorstellung davon, was Deutschland ist. Jenseits der Tatsache, dass pauschal gesagt vermutlich deutsche Technologie, deutsche Wertarbeit immer noch einen sehr, sehr guten Klang in China hat. Aber die Frage, die Sie mir gestellt haben, die gilt nicht nur für Korrespondenten, die gilt auch für, oder galt immer für junge Akademiker. Die sind plötzlich nach 1985 in den Westen gekommen, hier ausgebildet worden. Und ich erinnere mich noch an die Diskussion, was passiert, wenn die jetzt hier bleiben? Die sind aber nicht hier geblieben. Die sind nach Hause gegangen, weil sie gewusst haben, mit der westlichen Ausbildung haben sie zu Hause sehr viel bessere Aufstiegsmöglichkeiten, als sie das jemals hier hätten. Eine Handvoll, ein paar sind hier geblieben, klar, aber die meisten sind zurückgegangen, um zu Hause ihre Karriere zu machen.